Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Final Fantasy Nr. 16 und wir machen weiter mit einer neuen Folge. Schön, dass ihr am Start seid. Ich bin halt sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist eine neue Aufnahmesession hier. Die letzte Aufnahmesession sind ja nur die sozusagen bei Quests nur dorthin gemacht zum letzten Kristall sozusagen, also halt, dass wir da durchkommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin wirklich heute motiviert. Na du, zum Kopf. Ich will ja mal Schmied werden. Bitte sehr, Götz. Verlier ihn nicht nochmal. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren lang gezogen. Ich muss Ell und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist verdammt anstrengend und bringt weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Na dann bleib dran. Ach Götz, tut mir leid wegen dem Pass. Ah, macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Und Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werd dein allererster Kunde. Ich spar meine ganzen Gil und kauf ein riesiges Schwert von dir. Ich geb mein Bestes. Bis dann. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Und vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so, treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Es wird aber nicht schief gehen. Dann nehme ich einfach mein Schwert in die Hand und hack mich hier durch. Wenn was schief gehen sollte. Dann nehme ich mein Schwert in die Hand und... Oh, es ist immer so geil. Es ist immer so geil. Ich liebe diesen Anblick jedes Mal. Oh Gott, sitzt jetzt gerade durch den Hof. Oh Gott, das wird cool. Verstehe. Hoffentlich. Und ihr seid sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß? Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel. Und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte! Wie ihr wisst, stehen die Dalmeker vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Wenn
auch nicht durch Kupkas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten. Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr. Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch ich habe eigene Pflichten und ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Was wisst ihr über mein Blut? Nun, du weißt sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider. Führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbrütet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt! Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe! Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Kaiser Olivier hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Also geh und mach Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valisthea weiß, wer es wirklich lenkt. Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sonnbreck. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter, alles nach Ultimas Willen. Vergebt mir, meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen, und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Danke, eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Terence. Mein Prinz. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Ich. Wir Dragoons gelobten euch Treue, eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret.
Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sanbreck erlöst. Ach du Kacke. Weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ja gut, los geht's, ne? Oh Gott, das Kristall nimmt denn dank ihres Mutterkristalls. Das dank ihres Mutterkristalls Drachenschweif genießt die Generation seit vielen Jahren großen Einfluss in Ballistea. Ab jetzt nicht mehr. Schätze ich mal, wird auch wieder bestimmt mal wieder eine 40-Minuten-Folge kommen. 50-Minuten-Folge. Wir haben ja einige davon schon. Ist jetzt bestimmt noch mal eine in dem Kapitel hier gegeben. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, was machst du mit mir? Ich pass doch nur auf, dass dich dieser riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Der Hafen ist leer. Und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Was ist, Großer? Da hast du deinen Funken. Lauf, Kleine. Feuer in der Nacht. Okay. Die Stadt brennt. Götz wird es bemerkt haben. Gehen wir zum Treffpunkt. Der Platz am Glockenturm. Im Stadtzentrum, richtig? Ja. Moment mal, habe ich eigentlich. Ja, habe ich auch, ne? 5 von 6, ich habe einen Heiltrank zu mir. Ich habe einen Heiltrank voll. Ich gekauft, egal. Hä? Was? Was soll ich machen? Achso. Hier lang. Sämtliche Soldaten und Wachen sind auf der Stelle zu beseitigen. Aber nicht die Bevölkerung. Seine Hoheit hat das deutlich befohlen. Waren das kaiserliche Dragoons?
Also es ist halt nur ein Krieg gegen die, nicht gegen die Stadt, sondern nur gegen die, ja, gegen die Thronfolger. Ja gut, macht es nicht besser, ne? Meistens schafft es über. Was zur Hölle passiert hier? Finden wir es raus. Gut. Aber erst suchen wir Götz. Hoffentlich ist er wohl auf. Ihr dort! Muss das sein? Stehen geblieben? Nö. Ich mag stehen bleiben nicht. Ich mag kein stehen bleiben. Zack! Und. Ja, es ist weg. Bleib liegen, genau, Junge. Bleib mal liegen. Und der letzte. Oder fehlt noch einer? Na, ja, Torwald schon. Sehr schön. Und wir das gleiche Spielchen wie immer. Ja, der ist schon mal weg. Aber noch ein Magier hier. Hä? Ja. Immer. Zuerst die Magier, denn die mag keiner. Und zack, okay, heute bin ich wieder ein bisschen besser. Du bist alleine. Das ist dein Pech. Es tötet dich. Weil den jetzt ja auch platt machen können, Torgal. Oh, oh. Ein Dragon-Utan, was heißt das? Ah, ja. Oh, oh, oh. Ecke. Ja. Mist. Oh, na gut, egal. Mach! Ernsthaft? Hat er nicht getroffen? Oh, wow. Jetzt auch nicht, weil... Oh, ja, komm. Aber ich habe es nicht geschafft. Doppelsprung, 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 Leute. Oh, na ja, gut, egal. Warum lachst du? Ich hab den mit die Fresse poliert. Aber du findest das lustig. Ich bin immer ein komischer Humor. Ah, fuck. Es besteht kein Zweifel. Es sind Dragons. Was geschieht hier? Ein Staatsstreich? Alter, so ungefähr, ne? Puh, Hilfe.
Ah, haben wir ganz schön die Fresse poliert, na egal. Hoffentlich wieder ein paar kleine, dann passt es wieder. Ja, die Kämpfe sind ganz schön. Diese Kämpfe, man muss es sagen, die sind. Der ist nicht super schwer, aber. Dass ich mal froh sein würde, in der Kanalisation zu landen. Ja, wie geht das? Was denn? Ich habe Probleme, von den getroffen zu werden. Zack. Verdammt. Sehr schön, nice. Ja, man kriegt ja auch viel Energie wieder, ne? Aber dennoch, man kann. Also, wenn man das mal ein bisschen ja wirklich öfters mal falsch macht, das Wegspringen. Ein Lastkran. Wo in Kriegers Namen kommt ihr plötzlich her? Was? Wo kommt ihr plötzlich her? Ne? Das ist eine gute Frage. Und tot. Aber alle von euch besiegt mittlerweile bis jetzt, ne? Wisst ihr? Ist die beste Verteidigung. Tatsächlich. Die Fliegescheiße. Oh nee, die Fliegescheiße. Niemand mag Fliegescheiße. Niemand mag diese Viecher. Ich kenne niemanden, der euch mag. Lass das. Darum fliege ich jetzt weg, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich mag die über. Ja, scheiße. Aua! Ne, ich bin gedrückt. Oh. Ah! Aua! Ja, meine ich, guck mal. Meine ich nämlich, wenn man nur einmal die blöd drückt, dann. Oben. Immerhin oben. Danke. Da. Das meine ich halt, wenn man einmal blöd drückt. Ich meine, man kriegt die Energie jetzt ja wieder. Ich kriege ja gleich wieder die Energie da ein bisschen. Aber jetzt kommen natürlich neue Gegner. Juhu, dann können wir den nicht wieder. Ja, was habt ihr denn geguckt? Ich komme aber ganz langsam zu. Ihr habt 3 Jahre. Ja. What the hell? Was ist denn? Ein Drache! Achso. Ja. Aua! Na, mein Hintern gezündet, danke. Alter. Ich will mich komplett verarschen, aber hier. Was mache ich denn gerade? Ja, scheiße. Hätte ich voll im Konzept gebracht, der Kerl hier. Hätte ich voll im Konzept gebracht. Nicht mit dir gerechnet. Ja, man hinten, ja. Wieso gehen wir nicht alle auf den Drachen? Kann man das mal mir erklären? Weil der taktische Nutzen ist, wenn alle auf einen Gegner gehen. Als einer von euch gleich mal ein bisschen nachdenkt. So. Sehr gut, danke. Dann gehen wir alle auf einen Gegner, ne?
Also, ja, hat er mir getroffen, sehr gut. Bleib liegen. Easy, okay, dafür war die zweite Runde easy. Ja, komm. Was jetzt? Alter Schwede, nice. Geil. Gut, Leute. Holy, holy, dann würde ich aber auch sagen, hier ist ein sehr guter Zeitpunkt, ein kleines Folgenpäuschen zu machen. Aber das meine ich halt, ne? Das meine ich halt mit hier, dass man echt aufpassen muss, weil man kriegt so schon auf die Fresse. Ich meine, es ist jetzt auch nicht ein besonders schweres Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es besonders schwer ist. Also dafür würde ich dann eher so sagen, gibt schon schwere Spiele, nicht das schwerste Spiel der Welt. Aber wenn man so ein bisschen auf die Fresse kriegt, dann war es das ganz schnell. Guckt man sich ganz schnell die Gardinen von unten an. Also, ist aber cool, ist cool, natürlich. Aber, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zur nächsten Folge. Euer Byrus, dann machen wir weiter. Bis dann, haut rein, tschüss, wir sehen uns, ciao.